Hallo meine lieben Freunde, ich bin's wieder, euer Robin Hood. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid, das freut mich. Grüße gehen raus an alle meine Abonnenten und natürlich auch neue Zuschauer. Ja, zweite und neueste Folge Tales of Berseria. Das neue Projekt, was ich euch versprochen habe auf meinem Kanal. Ich hatte gespeichert, aber ich musste irgendwie alles mal von vorne machen. Die letzten ungefähr 10 Minuten von der letzten Folge. Und man kann das ja alles vorspulen mit der Taste A auf dem Controller. So, das hier ist jetzt alles neu. Sie ist nicht mehr da. So, wollen wir mal sehen. Sellerie. Würde 1 Kräutermedizin beigemischt, benötigt für Melonen, Bogenjagd, Kauder. Okay. Frage ist jetzt, was wir machen sollen. Müssen sie, glaube ich, finden. Aber wo sie jetzt ist, kein Plan. Wie gesagt, das wird auf der Karte nicht angezeigt. Aha. Wohin geführt? Hey, has Lafayette been here? No, I haven't seen him. Wait, that's one of Arthur's. Actually, it's a copy that Lafayette made. A smart merchant would pay a pretty penny for this book. I gave him a fair trade. Laffy, did he really copy all that by hand? Oh, he must have done it to buy that compass. No, though he gave it some puppy eyes. Told him I'd throw it in for free, but he said that it would be a bad deal for me. He's a good lad, but not the merchant type. So, what did he use the money for? I'm afraid my lips are sealed. You'll have to ask him. Belvin, I saw Lafayette walking around. Is he okay? He's not okay. Where'd you see him? He was headed for the forest. I'll help you look for him. Thanks. Do a sweep of the village, just in case. I'll check the forest. So. Wir spielen das hier übrigens, He might have gone to the Cape to pick flowers. Nennt man das. Ja, also viele haben Soundbug. Ich hatte auch den Soundbug. Da ging dann gar nichts im Spiel mit dem Sound. Schon im Menü nicht. Das ist ja dieser Vollbildmodus bei Steam. Ich weiß jetzt nicht genau, wie man den nennt in der letzten Folge. Ich habe jetzt nicht nachgeschaut. Da müsst ihr reingehen und das damit spielen. Und dann geht das alles. So. Join the search, but they won't move at all. It's like they're scared of something. Aber ihr wisst, glaube ich, welchen Modus ich meine, das Team. Habe ich eigentlich noch nie benutzt. Aber hier muss man das. Hey Velvet, did you hear the news? Tonight is going to be another Scarlet Night. I remember the moon turned red 7 years ago. But what is it anyway? It's a red lunar eclipse. It happens every several years or so. Apparently, you can predict the next one by watching the movements of the stars. According to legend, a crimson moon is a gate that connects our world to the next. It's also said to be proof of humanity's sins. You sure know a lot about it. Lafayette taught me just a few minutes ago. You saw Lafayette?
Where'd he go? Actually, I don't know. Sorry. So, dann wissen wir ja, wo wir hin müssen. So, jetzt speichern wir aber nochmal. Nee. So. Have you seen Lafayette? Nope. Can't say that I have. All right. Let me know the second you see him. Got it. Is he in bad shape? Well, he refuses to stay in bed. He needs his rest, but he's always walking around or reading outside. I can't say I'm surprised. He's always been a curious lad. He likes reading difficult books. When I saw him the other day, he told me all about the latest navigation techniques and exotic farming methods, too. Only one kid in a million is as smart as he is. You're exaggerating. Well, maybe not. It's a shame. If he could go to school in the capital, I'm sure he'd make a name for himself as a scholar. The capital? Isn't that days and days by ship from Taliesin? No way. Not happening. Even if he gets better, I could never let him go that far away all by himself. He can handle it. He's actually a very responsible boy. I don't think you need to worry. I couldn't handle it. I would worry and be lonely. So. Und so geht das alles Schritt für Schritt weiter. Jetzt sind wir natürlich ein bisschen verwirrt. Und jetzt zeigt er den. Ja. Zeigt er den grünen Punkt hinter uns wieder an. Wir können ja nochmal kurz hier reingehen, wenn wir schon mal hier sind und sonst. Ne. Ja, das ist ein bisschen verwirrend gemacht, muss ich sagen. Weil was soll der grüne Punkt sonst bedeuten, ne? Da muss ich mich noch reinfurzen. Das ist ja jetzt auch erst die zweite Folge. Dass wir da reinkommen. Na gut, wir gehen dann da einfach weiter. So, wie geht's nach? Gucken. Morganwald. Ja. Das müsste richtig sein. Müsste. So, wir müssen aber hier weiter. Na komm. Da gibt er jetzt einen ganz neuen Teil von Tales, von der Tales-Serie. Tales of Arises heißt der, glaube ich. Aber wir wollen jetzt erstmal den hier durchspielen und dann wird der andere auch günstiger. Ich glaube, das ist ein roter Bereich. Das könnte sein, dass wir da nicht rein dürfen. Wir springen das mal. Nee. Ihr könnt meine Videos vor und zurückspulen. Weil ich schneide sie nicht. Habe ich noch nie getan. Na, wenn wir schon mal hier sind. Ich könnte mir vorstellen, wo er ist. Aber das, wenn ihr das jetzt zum ersten Mal alles seht, dann könnt ihr euch das nicht vorstellen. Beim Grab, das ist ja vielleicht das Grab von unseren Eltern. Wir sind seine Schwester, das weiß ich jetzt noch nicht.
Ob wir überhaupt ihre Schwester sind, ich glaube, seine Schwester sind, ich glaube schon. Wir müssen uns wohl doch immer dem roten Punkt, dem grünen Punkt widmen. An den beiden Grabsteinen. Hier. Nö. Der Gedenkstätte von Arthurs und Celicias ungeborenem Kind stehen die Grabsteine von Velvets Eltern und Celicia. Ja, wo ist der kleine Racker? Knoblauch. Ich weiß es nicht. Ja. Ach, das wird so eingeblendet. Grüß dich. Ja, wenn wir schon mal hier sind, gehen wir nochmal nach oben, aber da kann ja auch nicht sein. Aber es gibt ja noch was zu looten. Hat sich der Weg doch noch gelohnt, Kartoffeln. Irgendwann, das ist glaube ich auch erst der Prolog von dem ganzen Spiel. Oder die Einleitung. Dann bleibt jetzt ja nicht mehr viel. Wir hatten ja was von dem Wald gesagt. Wieder dahin, wo wir schon gewesen sind. Da bin ich ja echt mal gespannt. Jawohl, hier ist richtig. Das ist der Ruhewald. Vom Wald haben sie ja auch geschnackt gehabt. Was zu looten. Not bad. Was haben wir hier? Linkziehpilz. Eine in Heilmitteln genutzte Pflanzenart, wertvoll genug, um sie zu sammeln. Na wunderbar, jetzt können wir. Aha. Luffy! Velvet, can you walk? How's your fever? I'm fine. I was just taking a break. Oh, you little. You know better than this, Luffy said. Running off without telling me. What if something happened to you? You wouldn't be the only one hurt. Do you understand that? I'm sorry. If you want to do something, just ask. I know I'm a crummy big sister, and I can't afford to buy you all the things you want. No, that's not why I went out. You see, it was just... I get it. You're right. I forgot the flowers for the graves. Yeah. So, I was going out to the Cape, and I thought... You want to see the ocean too, don't you? Well, yeah, that too. Fine. Just for today, though. Are you sure? I am. But next time you run off like that, I'm strapping you to your bed. Yes, ma'am. Good. It's off to the Cape, then. So, jetzt suchen wir erstmal die Blumen fürs Grab. Dann gibt's Sinn.
Kampf oder nicht Kampf? Das werden wir gleich sehen. Ja. So. Erzfragment. Stein, der ein seltenes Mineral enthält, überraschend beliebt bei Sammlern. So. This place never changes, does it? It does too change. The seasons, the wind, the weather. Change one and the sea's totally different. And the same goes for what lies across the sea. Across the sea? Sometimes I just don't know what you're talking about. Hey, Velvet. Thank you for taking me out here today. You don't need to thank me. Hey, Luffy. Do you know why it is that birds fly? Well, if they didn't, they couldn't catch food. Or escape from predators. Thought so. But you know, I think there's more to it than that. A bird that's born with wings has to... A demon! Lafayette, run! No matter how much it hurts, run! Velvet! Don't be scared. You can do it. You're going to be strong, like Arthur. No, you can't! Go! Why is a demon here? I don't want to go alone! You have to! Don't let your feelings get in the way, or that thing will kill you too! But please, go! It's just like Arthur said. I have to do this! Stop! Face me, demon! Luffy! Velvet. How did I get home? Velvet! Luffy, you're all right. Sorry, it's all my fault. No, if you weren't there, there's no telling what might have happened to me.
Your old one broke, right? You've got beautiful hair. It would be a waste if you didn't take care of it. I'll make a new world. A world where my sister can be happy. Was it all a dream? No, it wasn't! Kann man erhalten? Big Picture Mode heißt das. Big Picture Mode. Oh. No! What's happening? Luffy, where are you? Kampftutorial. Wenn du eine Niederlage erwartest, kannst du immer noch versuchen wegzulaufen. Gehe bis zur blauen Linie, die den Kampfbereich eingrenzt, und laufe aus dem Bereich. Hey. Oh, 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 oh. Ach, da geht's lang. Das, nee, das sind die Gegner. Oh Mann, wir haben's doch geklaut, waren doch beim blauen Bereich. Ja los, lauf doch jetzt da rein. Was soll man denn machen hier? Geht nicht. Müssen wir hier irgendwo einen Knopf drücken? Ja, nun los. Weiß nicht, ob ich hier... Ich weiß es nicht. Blauen Linie, die den Kampfbereich eingrenzt, und laufe aus dem Bereich. Ja, machen wir doch. Das nicht. Wir können hier nirgendwo rauslaufen. Hier unten. Nee. Kein Erfolg. Hier ist der blaue Bereich, aber... Na, wir werden wohl nicht sterben. Aber ich weiß jetzt auch nicht, wie das geht, weil wir sind hier am blauen Bereich. Es gibt wohl nur einen Bereich, der klappen wird. Mann, Mann, Mann. Müssen wir hier ins Haus rein oder was? Ach, jetzt haben wir es geschafft. Ja, das war aber ganz schön. Ich habe auf dem
linken Trottel gedrückt. Ich weiß nicht, ob das... das war. What on earth is going on? This is no time to be scared. I have to find Luffy. No. The village. Ich bin wieder dahin, wo er schon mal gewesen ist. Der grüne Punkt, ich weiß bloß nicht, ob es richtig ist. Never give up. Halt. Nein. Wir müssen. Jetzt geht es hier nicht weiter, dann müssen wir den anderen Weg nehmen. Das ist auch eine Sackgasse. Das verlässt uns doch nicht. Da sind wir hier hoch. Hier an denen vorbei. So, und jetzt hier weiter. Geht aber jetzt hier nicht weiter. Was sagt sie? Fragezeichen. Ach, das ist so dunkel, deswegen. Noch mal speichern. Gut. Luffy, ja. Arthur. Richtig. Velvet. You. Oh, thank goodness. You kept Luffy safe, didn't you, Arthur? One more sentiment to cast off. Here, once, was the seal to the underworld broken. And tonight, here shall be born the power to save the world. With Lockeset's life as a sacrifice. What? What are you saying? Let him go. This is an offering to the world. Why would you? Nothing can save him now. No, no, no! I see you will not change.
ever a slave to emotion. That feeds on demons. Arthur. A Therian. Arthur! Take a look around. Demon blight has spread through the village. But do not fear. With my power as an exorcist, I, Artorius Colbrand, will end your pain. Why is it that birds fly? Behold my answer. Velvet. Arthur. I ask no forgiveness. The sin is mine to bear. I will make you pay.
Jetzt dreht das Spiel langsam auf und jetzt kriegen wir auch was von der Story mit. Ja. Geil gemacht, wie ihr seht. Bei geringeren Kampfschwierigkeiten greifen Gegner weniger häufig und mit weniger Kraft an, wodurch sie leichter zu besiegen sind. Aber höhere Schwierigkeitsgrade bieten Vorteile wie verbesserte Beuteobjekte von Gegnern. Außerdem können manche Effekte von Potentiten nur bei bestimmten Schwierigkeitsgraden aktiviert werden. Du kannst die Kampfschwierigkeit jederzeit unter Optionen im Systemmenü ändern. So did my world come to an end. And for 3 long years, I sat in that pit of darkness and fed. Devouring demons. So I could live. So I could live long enough to kill him. And be my brother's vengeance. Where is he? First, there will be a test. It will decide if you are worth teaching. Kampftutorial. Mit linker Button und L kannst du dich schnell zum Ziel bewegen. Okay. So. Ja, machen wir doch. Mach das so. Dauert lange, bis man da den Erfolg hat. Das war doch ein Erfolg. So, und dann da schnell ran. Dauert mir ein bisschen zu lange. Wie mit dem vorhin mit dem Bereich abhauen. Verstehe ich nicht.
Linker Button. Dann muss runterdrücken, so, ne? Ich verstehe es nicht. Na komm jetzt. Na, da brauchen wir mal Zeit. Wenn du linker Stick benutzt und dabei linken Button abwehrst, führst du einen schnellen Schritt aus. Die Funktion schnelle Schritte verbraucht ein wenig SG, um die angezeigte Richtung zu sprinten und kann sogar während einer Combo ausgeführt werden. Wenn du schnelle Schritte ausführst, bevor ein Gegner angreift, fügt der Angriff nur einen Schaden zu und du schnellst etwas SG wieder her. Außerdem kann eine Seele erscheinen, sammle sie ein, um deine Seele zu erhalten. If you are not, I will kill you. Ready yourself. Hoppala. Why are you holding back? You noticed. Well done. You pass. Of course. His Moloch would never be so weak as that. I am his Moloch no longer. First, let me tell you what has transpired these past 3 years. There are exorcists now throughout the land, challenging the reign of demons with the help of... Tell me. Tell me where Artorias is. You may find him in the capital city of Logris, in Midgand. You won't stop to listen. I can tell you what it was you saw that night. That night, the ritual he performed shifted the very course of the world. A host of Malachim descended. And with their strength, the emergent exorcists quelled the demon tide. Now, he serves as leader of the Exorcist's Abbey, an institution that enjoys the unconditional faith of the kingdom and public. A shield to guard the people and a sword against demons, Artorias Colbrand, the world's savior. With power stolen by sacrificing Lafayette. Indeed. But his power is not yet absolute. The man can still be killed. Why are you doing this? Make a successful escape from this place, and I'll explain. Escape? So that's your game. Fine. I don't care what the world thinks of me. What matters is my vengeance against Artorias. That's all. I have shattered your yoke. We must hurry. Erlernte Art des Schwalbentanz. Das ist natürlich alles noch Tutorial, was die Kampfsachen betrifft. Und ja, da braucht man ja nicht mehr so viel Zeit für. Hat es 4 Minuten gedauert. Warum weiß ich auch nicht. Ausrüstung enthält die Fähigkeit, eine zufällige Fertigkeit auszulösen.
So, Angriff beeinflusst Schaden durch verborgene und Kriegsartes. Arte Angriff beeinflusst Schaden durch verborgene und andere Nicht-Kriegsartes. Verteidigung reduziert Schaden durch verborgene Kriegsartes. Artes Verteidigung reduziert Schaden durch verborgene und andere Nicht-Kriegsartes. Fokus betrifft SG Regenerationsrate und Chancen, Statuseffekte zu verursachen. Kriegsartes flinke Tritte. Verborgene Artes hinterhältige Stiche. Velvet schnelle Kriegsartes mit verborgenen Artes zu verketten ist eine zuverlässige Taktik. Aber die elementaren Attribute einer verborgenen Artes eignen sich hervorragend zum Eröffnen von Kombos. Oh, jetzt hat sie aber ganz andere Haare. Schaut das mal an. Oh, oh, oh. Geil. Jawohl. Meine lieben Freunde, ich muss sowieso das Bier aus dem Gefrierfach holen, sonst friert es ein. Dann machen wir hier einen Break. Und ich zocke gleich mit euch weiter. Heute noch eine Folge. Alles klar. Wir haben... Kann man jetzt nicht machen. Schnell speichern. So. Ja, meine lieben Freunde, das war die zweite und neueste Folge Tales of Berseria. Hier spielen wir, wie gesagt, eine böse Person, aber es ist ja für einen guten Zweck. Na gut, wir sind sozusagen Racheengel und wollen unser Bruder ist das gewesen, rächen. Darum dreht sich das ganze Tales jetzt. Und das wird noch richtig geil. Das ist jetzt ja schon in dieser Folge zum Schluss geil geworden. Ich habe mir das Spiel nicht umsonst gekauft. Gibt's bei Instant Gaming für läppische 5 Euro. Ja. Neueste Teil kostet natürlich noch so um die 30 Euro. Ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen, trotz Anfangsschwierigkeiten. Wir werden da immer mehr reinkommen, weil das Spiel ist jetzt priorisiert. Es wird auch wieder Folgen geben von Elex 2. Aber jetzt sind wir hier erstmal rein vertieft. Und ich freue mich auf das Spiel. Ja gut, ich bedanke mich wieder mal fürs Zuschauen. Ich wünsche euch immer noch einen recht schönen Tag. Genießt euer Leben. Und dann sehen wir uns bestimmt bald wieder. Würde mich auch freuen. Bis zum nächsten Mal. Euer Robin Hood. Bye-bye.